Die natürliche Lippenbehandlung bei einer Patientin, die die Oberlippe etwas größer hat wie die Unterlippe aktuell und deswegen auch die Injektion hier, der Aufbau und die Harmonisierung der Lippe, das sind so die Stichwörter hier in diesem Fall. Die Unterlippe muss sich der Oberlippe harmonisch anpassen und einen natürlichen Effekt geben. Sie hat schon größere Lippen, die möchte nur, dass es halt lebendiger aussieht und mehr Kontur reinbekommt, ohne dass diese typischen negativ wirkenden Lippen erscheinen. Und mit dieser Feinkorrektur ist sie glücklich. Sie schaut gerade in den Spiegel parallel während der Behandlung. Und dann denke ich, hat man ein sehr schönes Ergebnis. Und dann sehe ich die Patientin auch nach 14 Tagen zur Kontrolle wieder. Auch der Amorbogen ist hier optimal getroffen.